Jörg, vielen Dank heute für deinen Vortrag über 12 Minutes Me. Ich habe in der Crowd wahrgenommen, dass dann so die Leute gesagt haben, Alter, das war der Oberhammer. Also, du hast so den Abschluss gemacht und die Schwierigkeit gehabt, vor der Relegation beim HSV oder wie auch immer das heißt, ja, da irgendwie noch die Punktlandung zu machen. Ja, da war ich überrascht, dass noch Fragen gekommen sind, weil das Spiel schon angefangen hat. Aber spricht für dich. Kam. Ja, ne? Oder gegen mich, weil mein Vortrag so unverständlich war. Eins von beiden. Ich denke, spricht er für dich, weil danach die Fragerunde war auch auf dem Punkt, denke ich. Ja, das war schon spannend, auf jeden Fall. Ja. Sonst, bevor wir anfangen, ich habe nämlich noch zwei, drei spannende Fragen mitgebracht, wo ich der Meinung bin, die sind spannend. Dann kannst du ja auch widerlegen, dass sie spannend sind. Sonst sag doch einfach mal, ey, Jörg von Hast du nicht gesehen? Ja, ich bin Jörg Schneider. Ich bin Country Manager von Undertone. Undertone ist ein amerikanisches Werbeunternehmen. Ich bin seit 12 Jahren im Display Advertising online unterwegs und seit zweieinhalb Jahren mittlerweile bei Undertone, habe das Geschäft hier eröffnet und das ist eine ziemlich coole Sache. Das macht auch Sinn. Undertone ist eine Firma, die ist jetzt nicht in Deutschland located, ne? Die ist eine Firma aus den USA? Ja, oder? Das ist eine amerikanischstämmige Firma. Wir sind hier eine eigenständige deutsche GmbH. Okay. Aber wir bedienen uns natürlich unglaublich viele Ressourcen aus den USA, von der Mutterfirma. Mhm. Produkte, Technologie, das kommt alles aus den USA. Wie wir das hier an den Markt bringen, in welcher Form, wie unser Geschäftsmodell aussieht, wie die Kooperation aussieht mit Vermarktern, Agenturen, Werbekunden etc., das ist rein deutsch, weil das sieht in den USA ziemlich anders aus. Wie machst du das bei Undertone oder wer macht ihr es bei Undertone im Team? Dass ihr sagt, wir steuern die Kreation, weil es müssen Dinge entworfen werden. Es ist viel mit Bewegtbild auch, oder es ist auch Bewegtbild, Banner-Geschichten und so, da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber was ist da so die Herausforderung, wo ihr sagt, die Kreation, die wir machen, ist aber auch kundenorientiert. Das heißt, ihr müsst ja irgendwie sagen, so, ihr habt super unterschiedliche Kunden. Mhm. Stimmt, ja. Was bekommt der Kunde von euch? Der hat ein Auto, der hat einen Dolly, weiß ich was, so, dass einer, der im Internet das sieht, draufklickt. Und was macht euch dabei eigentlich perfekt? So, das wäre eigentlich eine interessante Frage für mich. Okay, also was uns erstmal unterscheidet, ist, dass wir ja keine Standardlösungen anbieten, okay, sondern die sind individuell. Das klingt erstmal teuer. Teuer, schwierig, okay, nicht standardisiert, prozesslos. Das ist aber alles nicht. Also es ist so, dass man bei der Kreation muss man unterscheiden zwischen Design, Creative und Format. Also das Werbeformat, das man am Design, Ende sieht. Creative und Format, okay. Genau. Das Werbeformat, das man am Ende sieht, das ist bei uns standardisiert. Also es gibt, wir haben so etwa am deutschen Markt so 8 Formate. Ja? Und wir entscheiden uns für ein Format, wenn wir verstanden haben, was die Marketing-Idee ist. Okay. Also was möchte das Brand kommunizieren und was hat es bereits in der Tasche, um das zu kommunizieren. Ein Werbespot im Fernsehen, ein Gewinnspiel, was weiß ich, was auch immer die so machen. Ja, das hören wir uns alles an. Das erzählen die uns und wir hören uns das genau an. Und dann entscheiden wir uns im Grunde als im ersten Step darüber, okay, was ist die Message? Was will der rüberbringen? Und wie können wir das auf online spezialisieren, sodass man die User dazu bringt, interaktiv zu werden, mit dem Werbemittel tatsächlich etwas anzufangen und nicht nur zu klicken. Das heißt, wir wählen dann ein Format aus, das dazu passt. Dann kommt das Design. Das Design kommt viel in Zusammenarbeit mit den Kreativagenturen der Kunden oder mit den Kreativen der Kunden selbst. Okay. Und dann fangen wir an, das Design zu bauen. Das Design baut sich im Grunde zusammen aus allem Möglichen, was die schon haben, aus dem Print, aus dem Fernsehen, wie auch immer. Alles, was schon vorhanden ist. Genau. Dann kommt die Kreation. Dann wird die Kreation bedeutet, wie nehme ich diese Design-Assets, die ich habe, und baue daraus eine Story, die ich online transportieren kann, um den User reinzubekommen. Tatsächlich darauf zu reagieren, tatsächlich was damit zu machen. Okay. Und das spielen wir dann ins Format, in das Format, das wir dann haben. Das ist zum Beispiel dieser Page Grabber, dieses Full-Size Interstitial, wo was mit der Website passiert ist, was du im Vortrag gesehen hast. Sprich, im Endeffekt ist das so eine Sache, ich packe oben was in die Trichter rein, unten kommt die perfekte Lösung raus. Das heißt, die ist sehr individuell. Genau. Ich packe alle Formate rein, alle kreativen Ideen und komme dann im Endeffekt zu einem Ergebnis, wo es heißt, das ist eine runde Geschichte, da ist die Botschaft verpackt und so muss sie in dem, was auch immer es dann ist, ausgestrahlt werden. Genau. Ich freue mich, dass du heute hier warst und denke einfach, dass es auch spannend ist, dass sich Leute das mal angeschaut haben, um mehr zur Werbung zu erfahren. Ja, das hoffe ich doch. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat. Vielen Dank. Danke auch.